Was haben ein Rabbi, ein Imam und ein Pfarrer gemeinsam? Schon sehr bald ein gemeinsames Beet- und Lehrhaus im Herzen Berlins. Das Forum Dialog ist der muslimische Partner des Projektes und Celal Fındık, dessen stellvertretender Vorsitzender. Schon seit Jahren setzt sich die Institution landesweit für den interreligiösen und kulturellen Dialog ein. Der Forum Dialog wurde im Jahr 2008 von den muslimischen Mitbürgern in Berlin gegründet. Der Verein hat das Ziel, den interreligiösen, interkulturellen Dialog hier in unserer Gesellschaft zu fördern. Der Wirtschaftswissenschaftler Fındık übernahm letztes Jahr die Geschäftsführung des Forum Dialogs in Berlin. Vor allem ging es dem Verein darum, sich kennenzulernen und voneinander zu lernen. In unserem Dialogverständnis beim Forum Dialog geht es vor allem, aus Fremden bekannter zu machen. Und dabei können wir natürlich voneinander lernen. Uns ist es aber auch wichtig, dass jeder seine eigene Religion, seine eigene Identität ausleben kann. Ein gutes Beispiel für den interreligiösen Dialog sei das Projekt House of One. Hier können wir auch ein kleines Modell von unserem House of One sehen. Hier haben alle Religionen ihre eigenen Gebetshäuser, ihre eigenen Teile und in der Mitte steht ein gemeinsamer großer Raum für den Austausch, für die Begegnung und für die Zusammenarbeit zur Verfügung.